Herzlich willkommen zur 125. Folge Angewandte Mathematik für Ingenieure. In der letzten Folge hatten wir gesehen, dass sich ein Vektor aus einem K-Vektorraum mit Skalarprodukt und zugehöriger assoziierter Norm besonders einfach darstellen lässt, wenn die Basis eine Orthonormalbasis ist. Betrachten wir mal einen beliebigen Vektorraum V mit der Orthonormalbasis. Wir betrachten einen n-dimensionalen Vektorraum mit der Orthonormalbasis b1, b2 bis bn. Das sei also eine beliebige Basis des Vektorraums V. Dann gilt für jeden Vektor, den Sie aus diesem Vektorraum V nehmen, dass sich dieser Vektor als Linearkombination dieser Basisvektoren darstellen lässt. Das heißt, ein beliebiger Vektor x lässt sich darstellen als die Summe von k gleich 1 bis n über lambda k mal bk. Und im Falle, dass wir eine Orthonormalbasis haben, lassen sich jetzt diese Koeffizienten lambda k besonders einfach berechnen, nämlich durch das Skalarprodukt des Vektors x mit dem Basisvektor bk. Das hatten wir im letzten Video hergeleitet. Sie brauchen also, um diese lambda k's, diese Koeffizienten hier zu bestimmen, keine linearen Gleichungssysteme zu lösen, sondern einfach nur das Skalarprodukt nehmen zwischen dem Vektor x und den entsprechenden Basisvektoren bk. Und das gilt hier für alle Vektoren x aus dem Vektorraum V. Es stellt sich jetzt die Frage, ob es in jedem euklidischen bzw. unitären Vektorraum eine solche Orthonormalbasis überhaupt gibt. Und die Antwort auf diese Frage ist ja. Denn es lässt sich mit dem sogenannten Gram-Schmidtschen Orthogonalisierungsverfahren jede beliebige Basis eines Vektorraums auf eine Orthonormalbasis umrechnen. Bevor ich den Satz dazu hinschreibe, möchte ich zunächst erstmal skizzieren, was dahinter steckt. Und zwar betrachten wir mal beispielsweise den Vektorraum R hoch 3 und wir betrachten mal zwei Vektoren, die ich hier mit A1 und A2 mal bezeichnen möchte, aus dem R hoch 3. Zwei linear unabhängige Vektoren sollen das sein. Beispielsweise das hier möge mal der Vektor A1 sein und dieses hier vielleicht der Vektor A2. Im ersten Schritt machen wir Folgendes. Wir werden diesen Vektor A1 zunächst einmal normieren und diesen normierten Vektor möchte ich mit B1 bezeichnen. Wie können wir diesen Vektor A1 normieren? Wir müssen einfach den Vektor A1 durch seine eigene Länge teilen, das heißt durch die Norm von A1. Dann hätten wir den normierten Vektor B1 und diesen normierten Vektor möchte ich mal in Rot hier reinzeichnen. Das wäre dann beispielsweise der erste Basisvektor B1. Jetzt müssen wir einen zweiten Basisvektor B2 finden, der auf diesem Basisvektor B1 senkrecht steht. Und da verfährt man folgendermaßen. Zunächst einmal projizieren wir den Vektor A2 auf den Vektor A1, auf den Vektor B1 rauf, indem wir hier einen rechten Winkel einzeichnen. Und der projizierte Vektor, den ich mal jetzt hier in grün reinmale, das wäre dann dieser hier. Der berechnet sich, das haben wir auch im letzten Video gezeigt, indem wir den Vektor A2, also das Skalarprodukt aus dem Vektor A2 und B1 bilden und dieses Skalarprodukt multiplizieren mit dem normalen Vektor B1. So, was wir jetzt machen wollen ist, wir wollen jetzt diesen Vektor, den ich blau skizziere, den nenne ich jetzt mal B2 Schlange, den wollen wir berechnen. Und nun nach den Rechenregeln der Vektoraddition gilt ja, dass der grüne Vektor plus der blaue Vektor gleich dem Vektor A2 sein muss. Das heißt, wir können jetzt folgende Gleichung aufstellen. Der grüne Vektor hat ja die Darstellung A2, B1 im Skalarprodukt mal B1 plus der blaue Vektor, das wäre gerade B2 Schlange und das muss gerade A2 sein. Das können wir natürlich auflösen nach B2 Vektorschlange. Das ergibt dann gerade A2 minus das Skalarprodukt zwischen den Vektoren A2 und B1
multipliziert mit B1. Das wäre also dieser blau eingezeichnete Vektor, den könnten wir natürlich auch auf die linke Seite hinlegen, an diese Position hier, das wäre immer noch B2 Vektor Schlange. Im nächsten Schritt würden wir diesen Vektor B2 Schlange einfach normieren, auf die Länge 1 bringen und würden dann einen Vektor B2 erhalten, der senkrecht auf B1 steht. Das heißt, der Vektor B2 würde sich berechnen, indem Sie den Vektor B2 nehmen und durch seine eigene Länge teilen, also 1 dividiert durch die Norm von Vektor B2 Schlange, multipliziert mit dem Vektor B2. Das würde dann ausführlich aufgeschrieben Folgendes ergeben. Für B2 Schlange hatten wir ja auch rausbekommen, dass es A2 Vektor minus dem Skalarprodukt zwischen A2 und B1 multipliziert mit B1 dividiert durch die Norm dieses Vektors. Also durch diese Regel kriegen Sie einen orthogonalen Vektor B2 heraus, der also senkrecht auf dem Vektor B1 steht und die Länge 1 hat. Das ist also geometrisch gesehen die Idee, die jetzt hinter dem Gram-Schmidtschen Orthogonalisierungsverfahren steht. Und dieses möchte ich dann jetzt zunächst einmal als Satz formulieren. Also Satz: sei V ein n-dimensionaler, ein n-dimensionaler euklidischer oder unitärer Vektorraum mit assoziierter Norm Was heißt das? Assoziierte Norm bedeutet, die Norm eines Vektors A, ja, den Pfeil lasse ich hier mal weg, wir wollen ja allgemeine Vektorräume betrachten, berechnet sich aus der Wurzel, aus dem Skalarprodukt zwischen diesen beiden Vektor A mit sich selbst. Das ist die assoziierte Norm. Und einer Basis, und diese Basisvektoren möchte ich hier bezeichnen mit A1, A2 bis AN. Wir haben ja einen n-dimensionalen Vektorraum. Eine Basis in V. Dann existiert in V eine Orthonormalbasis, das kürze ich mal ab durch ONB, heißt also Orthonormalbasis, und diese Orthonormalbasis möchte ich bezeichnen jetzt mit B1, B2, B3 und so weiter bis BN mit der Eigenschaft, dass sich die Bs folgendermaßen berechnen, und zwar B1 berechnet sich durch 1 dividiert durch den Vektor A1, den ersten Basisvektor in der Norm, mal A1 und rekursiv werden die BKs berechnet durch BK ist gleich. Und jetzt kommt ein langer Bruchstrich zunächst einmal. Der Basisvektor AK minus dem Skalarprodukt zwischen AK und dem normierten Vektor B1 mal B1 minus dem Skalarprodukt zwischen AK und dem normierten Basisvektor B2 mal B2. Und das geht jetzt immer so weiter. Minus, Punkt, 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 Punkt.
bis wir mal am letzten angekommen sind, und das ist das Skalarprodukt zwischen AK und dem normierten Basisvektor B-Index K minus 1 mal dem Basisvektor B-Index K minus 1. Dividiert durch den Betrag dieses des Zählers sozusagen, das ist die Norm von AK minus das Skalarprodukt zwischen AK und B1 mal B1 minus und so weiter, bis wir schließlich mal beim letzten angekommen sind, also bei dem Skalarprodukt zwischen AK und B-Index K minus 1 multipliziert mit B-Index K minus 1. Und das soll gelten für alle K Element aus der Menge 2, 3 und so weiter bis n. Also der erste Basisvektor wird berechnet durch die erste Formel und alle weiteren dann rekursiv durch diese lange Formel, die ich hier hingeschrieben habe. Und diesen Satz wollen wir jetzt zunächst einmal beweisen, bevor wir uns an einem Beispiel ranwagen. Und zwar der Beweis, unterteilt sich hier in vier Teilschritte. Der erste Teil ist der, wir wollen zunächst erstmal zeigen, dass durch die Formel B1 gleich 1 dividiert durch die Norm von A1 mal A1, dass dies tatsächlich ein normierter Vektor ist. Das wollen wir zeigen. Dazu betrachten wir das Skalarprodukt zwischen dem Vektor B1 mit sich selbst. Das wäre ja nichts anderes als das Skalarprodukt zwischen 1 dividiert durch die Norm von A1 mal A1 und 1 dividiert durch die Norm von A1 mal A1. Und wenn Sie jetzt sich die Rechenregeln für das euklidische bzw. für das unitäre Skalarprodukt anschauen, dann können Sie hier das erste Skalar 1 dividiert durch die Norm von A1 schon mal vorziehen. Das mache ich jetzt mal. Dann erhalten wir mal dem Skalarprodukt zwischen dem Vektor A1 und dem Vektor 1 dividiert durch Norm A1 mal A1. Im zweiten Schritt werden wir jetzt die Einträge des Skalarproduktes vertauschen. Das können Sie machen im reellen wie auch im unitären Fall. Im unitären Fall müssen Sie allerdings berücksichtigen, dass Sie dann einen Konjugationsstrich über das Skalarprodukt setzen. Das heißt, wir halten hier 1 dividiert durch die Norm von A1 mal A1, A1 und konjugieren das Ganze. Das war ja die Regel für das unitäre Skalarprodukt. Im reellen Fall gilt das genauso. Wenn Sie ein reelles Skalarprodukt haben, dann ist das Skalarprodukt genauso groß wie das konjugierte. Das heißt, den Strich hier können Sie ebenfalls hier rübersetzen, auch im reellen Fall. Dann ziehen wir nochmal dieses Skalar 1 dividiert durch die Norm von A1 raus. Allerdings geht die jetzt vor das Skalarprodukt, konjugiert komplex. Also mal 1 dividiert durch die Norm von A1 konjugiert komplex. Multipliziert mit dem Skalarprodukt zwischen A1 mit sich selbst. Konjugiert komplex. Nun wissen wir, 1 dividiert durch die Norm von A1 ist sicher eine reelle Zahl. Und wenn Sie eine reelle Zahl konjugieren, ja, da passiert im Prinzip nichts. Wir können dann also schreiben, das ist 1 dividiert durch die Norm von A1 zum Quadrat mal, und wenn Sie jetzt im Skalarprodukt hier hinten die Einträge vertauschen, dann müssen Sie ein Konjugationszeichen darüber setzen, und das würde bedeuten, wir haben dann eine doppelte Konjugation, die sich dann wieder aufhebt, und wir halten hier das Skalarprodukt zwischen A1 und A1. Da wir hier nun eine assoziierte Norm ja definiert haben, wissen wir, ich schreibe das hier vielleicht nochmal hin, die Norm eines Vektors wäre ja hier gegeben durch die Wurzel aus dem Skalarprodukt zwischen A und A. Und das bedeutet, wenn Sie das quadrieren, das Ganze, erhalten Sie die Norm zum Quadrat, wäre gerade das Skalarprodukt zwischen dem Vektor A mit sich selbst. Das heißt, wir können hier also schreiben, das ist 1 dividiert durch die Norm von A1 zum Quadrat multipliziert mit der Norm von A1 zum Quadrat, und das gibt offensichtlich 1. Und das bedeutet dann, wir erhalten dann also für die Norm von B1 mithilfe der assoziierten
Norm, das ist die Wurzel aus dem Skalarprodukt von b1 und b1. Ja, das haben wir gerade ausgerechnet, dass also die Wurzel aus 1 ist gleich 1. Und damit wissen wir, b1 ist offensichtlich normiert. So, im zweiten Teil verwenden wir jetzt das, was wir hier oben in dem Fall für R auch 3 benutzt haben. Der Vektor, den wir suchen, B2 Schlange, den haben wir hier angesetzt. Wenn Sie sich die Gleichung nochmal anschauen, ich rahme sie vielleicht mal ein. B2 Schlange war A2 minus diesem Skalarprodukt mal B1. Und diese Idee, die werde ich jetzt hier benutzen, auch für den Beweis. Wir fangen also an im zweiten Schritt. Also zu 2, was heißt zu 2, der zweite Schritt ist das jetzt, sei B2 Schlange definiert als A2 minus eine zunächst noch unbekannte Zahl Lambda mal B1. In Anlehnung an die geometrische Interpretation für den Vektorraum R auch 3 von oben setzen wir das jetzt hier genauso an und wir wollen jetzt das Lambda so geschickt wählen. Also wähle Lambda so, dass der Vektor B2 Schlange orthogonal, also senkrecht auf B1 steht. Das würde doch bedeuten, wenn er senkrecht steht, dann müsste das Skalarprodukt ja zwischen B2 Schlange und B1 offensichtlich den Wert 0 ergeben. Und das verwenden wir jetzt hier, also 0 muss ergeben, wenn wir das Skalarprodukt bilden zwischen B2 Schlange und B1. So setzen wir mal für B2 Schlange unseren Ansatz ein. Das war ja gerade A2 minus Lambda mal B1 und Komma B1. Und nun verwenden wir die Rechenregeln für das Skalarprodukt. Wir halten hier also das Skalarprodukt zwischen den Vektoren A2 und B1 zunächst einmal minus und dieses Skalar Lambda können wir vor das Skalarprodukt ziehen mal dem Skalarprodukt zwischen den Vektoren B1 und B1. Nun wissen wir, der Vektor B1 ist ja nach der ersten Sache, die wir hier bewiesen haben, normiert. Das heißt, das Skalarprodukt hier liefert offensichtlich gerade 1, sodass wir diese Gleichung jetzt nach Lambda auflösen können. Wir halten also für Lambda ist gleich das Skalarprodukt zwischen A2 und B1. Was heißt das? Daraus folgt, unser Vektor B2 Schlange, der Ansatz steht ja hier oben, ist gleich A2 minus Lambda, und das Lambda haben wir uns gerade berechnet, das war das Skalarprodukt zwischen A2 und B1, multipliziert mit B1. So, nun muss man sich diesmal genau anschauen, und zwar das B1 selbst wieder hängt ja ab von dem A1, das schreibe ich hier nochmal hin. Dieses B1, was dieser Vektor B1, der hinter dem Skalarprodukt steht, den hatten wir definiert im ersten Schritt als 1 dividiert durch die Norm von A1 mal dem Vektor A1. Das heißt also offensichtlich, der Vektor B2 Schlange liegt in der linearen Hülle, bestehend aus den Vektoren A1 und A2. Das ist also eine Linearkombination dieser beiden Vektoren. Und jetzt können wir daraus schließen, dass B2 Schlange auf keinen Fall 0 sein kann. Denn wenn B2 Schlange gleich 0 wäre, also wenn, das schreibe ich hier einmal hin, wenn B2 Schlange gleich 0 ist, dann folgt doch folgendermaßen daraus, dass 0 gleich sein müsste A2 minus das Skalarprodukt zwischen den Vektoren A2 und B1 mal 1 dividiert durch die Norm von A1 mal A1. Und das würde doch offensichtlich bedeuten, dass die Vektoren A1 und A2 linear abhängig sind. Das steht aber im Widerspruch dazu, dass die Vektoren A1, A2 bis A1 ja eine Basis in diesem Vektorraum bilden. Das heißt insbesondere, A1 und A2 müssen linear unabhängig sein. Und daraus folgt sofort, dass B2 Schlange auf jeden Fall nicht 0 sein kann.
So, dann können wir jetzt diesen Vektor B2-Schlange noch normieren im letzten Schritt. Dann erhalten wir den Vektor B2. Der Vektor B2 wäre dann gerade 1 dividiert durch die Norm von B2-Schlange multipliziert mit B2-Schlange. So, im dritten Schritt werden wir jetzt den Vektor B3-Schlange definieren. Und das geht im Prinzip jetzt genauso weiter. Wir definieren uns jetzt einen Vektor B3-Schlange folgendermaßen durch A3 minus eine unbekannte Zahl Lambda 1 mal den normierten Vektor B1 minus eine zweite unbekannte Zahl Lambda 2 mal den normierten Vektor B2. B1 und B2 haben wir ja schon rausgefunden als normierte Vektoren. Und wir wollen jetzt dieses Lambda 1 und Lambda 2 so bestimmen, dass der Vektor B3-Schlange senkrecht steht einerseits auf den Vektor B1 und andererseits auch senkrecht steht auf den Vektor B2. Daraus folgt natürlich sofort, dass die Skalarprodukte hier 0 werden müssen. Also wir können dann schreiben, es muss gelten offensichtlich 0 muss sein, das Skalarprodukt zwischen B3-Schlange und B1. Nun setzen wir zunächst einmal für B3-Schlange unseren Ausdruck ein. Das wäre also A3 minus Lambda 1 mal B1 minus Lambda 2 mal B2, B1. Mit den Rechenregeln für Skalarprodukte erhalten Sie jetzt hier, das ist das Skalarprodukt zwischen dem Vektor A3 und B1 minus, ja, den Skalar Lambda 1 können wir vor das Skalarprodukt schreiben, Lambda 1 mal dem Skalarprodukt zwischen dem Vektor B1 mit sich selbst minus, und auch das Lambda 2 kann man wieder vorziehen vor das Skalarprodukt, dann erhalten Sie das Skalarprodukt noch zwischen den Vektoren B2 und B1. Wir hatten ja B1 und B2 schon orthonormiert. Das bedeutet insbesondere, dass das letzte Skalarprodukt hier den Wert 0 haben muss, weil die beiden Vektoren ja senkrecht aufeinander stehen. Das war ja gerade unser Ansatz oben. Und wir wissen, dass das Skalarprodukt zwischen B1 mit sich selbst den Wert 1 liefern muss. Und daraus können wir jetzt sofort unsere unbekannte Lambda 1 ermitteln. Wir erhalten also für Lambda 1 folgende Darstellung. Das ist das Skalarprodukt zwischen den Vektoren A3 und B1. Genauso verfahren wir jetzt im zweiten Fall. Wir betrachten das Skalarprodukt zwischen dem Vektor B3 und B2, diese beiden Vektoren sollen ja senkrecht aufeinander stehen, deshalb ist das Skalarprodukt 0. Auch das schreibe ich hier nochmal ausführlich hin. Das ist dann das Skalarprodukt zwischen dem Vektor A3 minus Lambda 1 B1 minus Lambda 2 B2 und dem Vektor diesmal B2. Ausführlich ausgeschrieben heißt das dann, das ist das Skalarprodukt zwischen A3 und B2. Minus Lambda 1, die Skalare können wir ja wieder vorziehen, dem Skalarprodukt zwischen B1 und B2, minus Lambda 2, multipliziert mit dem Skalarprodukt zwischen dem Vektor B2 mit sich selbst. Und da B1 und B2 ja orthonormierte Vektoren sind, wissen wir, das letzte Skalarprodukt würde hier jetzt den Wert 1 liefern und das vorletzte Skalarprodukt, weil die beiden Vektoren B1 und B2 ja senkrecht aufeinander stehen, würde 0 liefern. Und wir können damit jetzt hier sofort die unbekannte Lambda 2 ermitteln. Für Lambda 2 erhalten wir dann die folgende Darstellung. Lambda 2 wäre gerade das Skalarprodukt zwischen dem Vektor A3 und B2. Damit haben wir also unseren Vektor B3-Schlange gefunden. Daraus folgt also jetzt, der Vektor B3-Schlange hat dann folgende Darstellung. Das ist A3 minus, wir gehen also in diesem Ansatz jetzt hier oben rein, den rahme ich nochmal ein, minus Lambda 1 und Lambda 1 war das Skalarprodukt zwischen den Vektoren A3 und B1 mal B1 minus Lambda 2, das war das Skalarprodukt zwischen A3 und B2 multipliziert mit B2. Das wiederum ist jetzt eine Linearkombination aus den drei linear unabhängigen Vektoren A1, A2
und A3, die ja Basisvektoren in diesem Vektorraum waren. Denn der Vektor B1 ist ein Vielfaches von A1 und der Vektor B2 ist eine Linearkombination gewesen der Vektoren A1 und B2. Das können wir uns hier vielleicht nochmal angucken. Wo steht das? Wo habe ich das hingeschrieben? Habe ich das nicht irgendwo hier hingeschrieben? Ich suche das gerade. Ja, das steht hier oben. Hier können wir das sehen. B2 Schlange ist eine Linearkombination, wie Sie hier sehen, aus A2 und A1. Das heißt also, dieser Vektor B3 Schlange ist offensichtlich ebenfalls eine Linearkombination. Diesmal der drei Vektoren A1, A2 und A3. Auch hier muss wieder B3 Schlange offensichtlich ungleich 0 sein, denn wäre dieser Vektor B3 gleich 0, dann würde ja auf der linken Seite hier dieser Gleichung hier oben eine 0 stehen und das würde bedeuten, die Vektoren A1, A2 und A3 wären linear abhängig und das ist ein Widerspruch zur Annahme. Daher muss hier B3 Schlange ungleich 0 sein und wir können diesen Vektor B3 Schlange jetzt noch normieren, den nennen wir dann B3. Das wäre 1 dividiert durch die Norm von B3 Schlange multipliziert mit B3. Und so verfahren wir jetzt ein Prinzip immer weiter und immer weiter, bis wir mal jetzt zum vierten Schritt kommen. Und zwar auf diese Weise lässt sich jetzt ein Orthonormalsystem konstruieren. Mit orthonormalen Vektoren, also die benenne ich hier mal B1, B2 und so weiter, B3 und so weiter, bis wir mal an dem Vektor B-Index K-1 angekommen sind, mit 1 kleiner gleich K-1 kleiner als n. Wir können also hier K-1 orthonormale Vektoren finden auf diese Weise. Und was wir jetzt machen wollen, wir betrachten jetzt noch einmal den Vektor BK, diesen Nachfolgevektor, der nach dem Vektor B-Index K-1 kommt. Der Ansatz dafür wäre jetzt hier der folgende. Das ist der Vektor AK minus eine unbekannte Zahl Lambda 1 mal B1 minus eine unbekannte Zahl Lambda 2 mal B2 minus, und das geht jetzt immer so weiter, bis wir am letzten Vektor angekommen sind, Lambda Index K-1 mal dem Vektor B-Index K-1. Und wir wollen hier wieder fordern, dass dieser Vektor BK-Schlange sowohl senkrecht auf B1 steht, als auch senkrecht auf B2, senkrecht auf B3 und so weiter. Bis auf dem letzten Vektor, auch auf diesem soll dieser Vektor BK-Schlange senkrecht stehen. Und das liefert jetzt uns dann K-1 Skalarprodukte, die alle gleich 0 sein müssen. Also 0 muss sein das Skalarprodukt zwischen BK-Schlange und B1. Das ist das Erste. Denn BK-Schlange soll ja senkrecht auf B1 stehen. Wenn Sie jetzt dieses Skalarprodukt ausführen, so wie ich das oben auch gemacht habe, erhalten Sie hier den Koeffizienten Lambda 1. Und dieser Koeffizient Lambda 1 wäre gerade das Skalarprodukt aus dem Vektor AK und dem Vektor B1, den normierten Vektor B1. Denn die Skalarprodukte zwischen B1 und einem beliebigen anderen Vektor BI sind ja alle 0. Das einzige Skalarprodukt, was überbleibt, ist im Prinzip das Skalarprodukt zwischen dem Vektor B1 mit sich selbst. Und daher kriegen Sie hier Lambda 1 raus. Lambda 2 erhalten wir aus der zweiten Bedingung. Das Skalarprodukt zwischen dem Vektor BK-Schlange und dem normierten Vektor B2 muss ebenfalls 0 sein, da wir erfordern, dass der Vektor BK-Schlange senkrecht auf B2 stehen soll. Wenn Sie das alles wieder ausmultiplizieren, erhalten Sie Lambda 2, das wäre gerade AK, das Skalarprodukt zwischen AK und B2. Und das machen wir jetzt immer so weiter, bis wir schließlich mal beim letzten Skalarprodukt angekommen sind, das ebenfalls gleich 0 sein muss, nämlich das Skalarprodukt zwischen BK-Schlange und dem Vektor, dem normierten Vektor B-Index K-1. Hier halten Sie gerade den Koeffizienten Lambda-Index K-1 und der wäre gerade das Skalarprodukt zwischen AK und dem Vektor B-Index K-1.
So, dann lässt sich natürlich mit unserem obigen Ansatz unser Vektor BK-Schlange jetzt darstellen folgendermaßen. Daraus folgt, BK-Schlange wäre AK minus Lambda 1. Und Lambda 1 war das Skalarprodukt zwischen AK und B1 mal dem normierten Vektor B1. Minus Lambda 2, das war das Skalarprodukt zwischen dem Vektor AK und B2 multipliziert mit dem normierten Vektor B2. Und das geht jetzt immer so weiter, bis wir mal beim letzten Summanden angekommen sind, also bei Lambda Index K minus 1. Und das war gerade das Skalarprodukt zwischen dem Vektor AK und dem Vektor B Index K minus 1. Multipliziert mit dem Vektor B-Index K minus 1. Dieser Vektor ist dann ein Element aus der linearen Hülle der Basisvektoren A1, A2 bis AK. Auch hier gilt wieder, dass der Vektor BK-Schlange ungleich von 0 ist, denn wenn wäre dieser Vektor 0, dann würden ja die Vektoren A1, A2 bis AK alle linear abhängig sein und das kann nicht sein, da die Vektoren A1, A2 bis AK oder bis AN sogar gesagt eine Basis bilden des Vektorraums. Also diese Vektoren A1, A2 bis AK müssen linear unabhängig sein und daher muss dieser Vektor BK offensichtlich ungleich 0 sein. Das bedeutet also jetzt, wir können jetzt schreiben, wir können jetzt zunächst einmal diesen Vektor BK-Schlange noch normieren und das gibt dann den Vektor BK. Das ist 1 dividiert durch die Norm von BK-Schlange multipliziert mit dem Vektor BK-Schlange. Wenn wir das jetzt ausführlich mal aufschreiben, erhalten wir letztendlich diesen langen Ausdruck. Im Zähler steht BK-Schlange, also AK minus das Skalarprodukt zwischen AK und B1 multipliziert mit dem normierten Vektor B1 minus das Skalarprodukt zwischen AK und B2 multipliziert mit dem normierten Vektor B2 minus und so weiter, bis wir beim letzten Summanden angekommen sind und der lautet, das Skalarprodukt zwischen AK und dem Vektor B-Index K minus 1 multipliziert mit dem normierten Vektor B-Index K minus 1. Und im Nenner hätten wir die Norm von dem Zählervektor stehen, also von AK minus AK B1 Skalarprodukt mal B1 minus das Skalarprodukt zwischen AK und B2 mal B2 minus und so weiter minus und der letzte Summand lautet das Skalarprodukt zwischen AK und B-Index K minus 1 multipliziert mit dem normierten Vektor B-Index K minus 1. So, damit ist der Beweis dann erbracht. Das war gerade diese Rekursionsformel von oben, die wir nachweisen wollten. Der Beweis dieses Satzes lässt sich natürlich auch mit vollständiger Induktion führen. Das habe ich hier nun nicht gemacht. Den Beweis mit vollständiger Induktion finden Sie in dem zu diesem Video begleitenden Lehr- und Übungsbuch. Denn dieser Beweis ist für ein Video nicht so geeignet, weil er etwas abstrakt ist, finde ich. Deswegen habe ich diesen Beweis hier ausgewählt. Ich möchte jetzt vielmehr ein Beispiel Ihnen einmal zeigen, wie man aus einer beliebigen Basis des Vektorraums R hoch 3 eine Orthonormalbasis erzeugt. Also wir betrachten jetzt ein Beispiel. Und zwar betrachten wir hier den Vektorraum R hoch 3. Den Vektorraum R hoch 3 mit dem Standardskalarprodukt, also für zwei Vektoren x und y aus dem R hoch 3 soll gelten, das ist die Summe von k gleich 1 bis 3 über xk mal yk für alle Vektoren x und y aus dem R hoch 3. So, und wir gegeben es jetzt mal beispielsweise eine Basis. Also nicht notwendigerweise ist eine Orthonormalbasis jetzt, also irgendeine beliebige Basis. Die möchte ich immer bezeichnen mit A1, A2 und A3.
Das sind die drei linear unabhängigen Basisvektoren aus dem R hoch 3 mit, und wir definieren uns diese jetzt, A1, der erste Basisvektor ist hier minus 2, minus 1 und 1. Der zweite Basisvektor A2 lautet hier 1, 3 und minus 1. Und schließlich der dritte und letzte Basisvektor lautet hier 7, minus 4 und 4. Dass das eine Basis ist, das wollen wir jetzt nicht nachweisen. Das ist eine Basis, sage ich jetzt einfach mal. Es geht uns jetzt nur darum, dass wir aus diesen drei Basisvektoren eine Orthonormalbasis erzeugen. Also gesucht ist die Orthonormalbasis, die ONB, und die bezeichne ich hier mal mit B1, B2 und B3. Das ist also ebenfalls eine Teilmenge aus dem R hoch 3 und diese Orthonormalbasis wollen wir jetzt suchen. Im ersten Schritt, was wir machen, wir nehmen uns den Vektor A1 vor, also erster Schritt, und wir werden diesen Vektor normieren, das heißt auf die Länge 1 bringen. Und diesen Vektor bezeichnen wir mit B1. Das war ja in unserem obigen Satz gerade die erste Gleichung, wenn wir nochmal nach oben schauen. Wo steht das? Hier B1 ist gleich 1 dividiert durch die Norm von A1 mal dem Vektor A1. Das ist also unser erster Schritt. Wir wählen den Vektor A1 aus. Wir könnten natürlich auch jeden beliebigen anderen nehmen, aber wir behalten hier mal die Reihenfolge bei. Ist 1 dividiert durch die Norm des Vektors A1 multipliziert mit dem Vektor A1. So, die Norm haben wir oben definiert durch die assoziierte Norm, das heißt durch die Wurzel aus dem Skalarprodukt A1, A1 mal A1. Und das würde jetzt ergeben, 1 dividiert durch die Wurzel. Wir müssen jetzt das Skalarprodukt ausrechnen zwischen dem Vektor A1 mit sich selbst, und die Formel habe ich hier oben hier angegeben. Wir wollen das Standardskalarprodukt hier benutzen. Das bedeutet, wir müssen jetzt alle Komponenten miteinander multiplizieren, die entsprechenden. Das bedeutet, minus 2 mal minus 2 gibt 4, minus 1 mal minus 1 gibt 1 und 1 mal 1 gibt 1. Das wäre das Skalarprodukt des Vektors A1 mit sich selbst mal dem Vektor A1, also minus 2, minus 1 und 1. Liefert also, ja, die Wurzel liefert 6, sehe ich gerade, also erhalten wir hier 1 dividiert durch Wurzel aus 6 mal minus 2, minus 1 und 1. Das wäre also der normierte Basisvektor B1. Im zweiten Schritt berechnen wir uns jetzt den Basisvektor B2. Dazu berechnen wir zunächst einmal den Basisvektor B2 Schlange. Und das hatten wir ja oben hergeleitet. Was kommt da raus? Wie geht das? Das geht dadurch, indem Sie den Vektor A2 nehmen, minus das Skalarprodukt zwischen dem Vektor A2 und dem normierten Basisvektor B1 mal B1. So setzen wir unsere ganzen Zahlen hier ein. Der Vektor A2 war 1, 3, minus 1. So hatten wir den ja festgelegt. Minus das Skalarprodukt zwischen dem Vektor A2, also 1, 3 und minus 1, Komma, und der Vektor B1, den hatten wir uns gerade berechnet. Das war 1 dividiert durch Wurzel 6 mal dem Vektor minus 2, minus 1 und 1. Multipliziert mit B1, also mit 1 dividiert durch Wurzel 6 mal dem Vektor minus 2, minus 1 und 1. So, zunächst einmal können wir die 1 durch Wurzel 6 vor das Skalarprodukt ziehen. Das ist ja ein Skalar. Und verarbeiten das gleich mit der hinteren 1 durch Wurzel 6, so dass wir hier halten. Der erste Vektor bleibt selbstverständlich erstmal stehen. 1 durch Wurzel 6 mal 1 durch Wurzel 6 gibt gerade 1/6. Dann müssen Sie das Skalarprodukt bilden dieser beiden Vektoren hier. Die markiere ich hier mal durch diese Pfeile. Ja, die x-Komponente mal die x-Komponente, also 1 mal minus 2 gibt minus 2.
die zweite Komponente mal die zweite Komponente, 3 mal minus 1 ist minus 3 und die dritte Komponente mal die dritte Komponente gibt hier minus 1 und das hier ist insgesamt gerade minus 6, wie Sie sehen. Mal den Vektor minus 2, minus 1 und 1. So dass wir letztendlich erhalten, das ist der Vektor 1, 3, minus 1 plus, weil minus 1 Sechstel mal minus 6 ist ja plus 1, dem Vektor minus 2, minus 1, 1 und rechnen Sie das zusammen, erhalten Sie als Vektor minus 1, 2 und 0. Im nächsten Schritt müssten wir jetzt diesen Vektor B2 Schlange noch normieren, dann erhalten wir den Vektor B2. Berechnet sich durch 1 dividiert durch B2 Schlange, und zwar die Norm davon, mal B2 Schlange. Ist also 1 dividiert durch die Wurzel aus, dem Skalarprodukt des Vektors B2 Schlange mit sich selbst, minus 1 mal minus 1 ist 1, 2 mal 2 ist 4 und 0 mal 0 ist 0. Mal den Vektor minus 1, 2 und 0 und dann erhalten wir hier schließlich 1 dividiert durch Wurzel aus 5 mal den Vektor minus 1, 2 und 0. Das wäre also der normierte Basisvektor B2, der senkrecht auf dem Basisvektor B1 jetzt steht. Der dritte und letzte Schritt, und dann sind wir hier endlich fertig, und Sie sehen schon, wie aufwendig die ganze Sache ist. Stellen Sie sich vor, Sie hätten einen vierdimensionalen Raum, dann wird das natürlich eine lange Rechnerei hier. Wir fangen an, den Vektor B3 Schlange zu bestimmen. Der Vektor B3 Schlange ergibt sich durch A3 nach unserer obigen Formel minus dem Skalarprodukt aus A3 und dem normierten Vektor B1. Mal B1 minus dem Skalarprodukt des Vektors A3 mit dem normierten Vektor B2 multipliziert mit B2. Setzen wir jetzt alle Zahlen ein. A3 war ja der Vektor 7 minus 4 und 4 minus dem Skalarprodukt aus A3, also 7 minus 4 und 4, Komma. B1 hatten wir uns berechnet, das war gerade 1 dividiert durch Wurzel aus 6 mal den Vektor minus 2, minus 1 und 1. Multipliziert mit dem Vektor 1 durch Wurzel 6 mal den Vektor minus 2, minus 1 und 1. Dann geht es weiter, minus dem Skalarprodukt zwischen den Vektoren A3, also dem Vektor 7, hier habe ich noch eine Klammer vergessen, sehe ich gerade, 7 minus 4 und 4, Komma, dem Skalarprodukt zwischen A3 und B2, das heißt, B2 hatten wir uns ja gerade berechnet, das war gerade 1 dividiert durch Wurzel 5, mal dem Vektor minus 1, 2 und 0, multipliziert mit dem Vektor AB2, das gibt hier also 1 dividiert durch Wurzel 5 mal den Vektor minus 1, 2 und 0. So, jetzt müssen wir das Ganze mal etwas vereinfachen. Das ist gleich, der erste Vektor bleibt zunächst einmal stehen, also 7 minus 4 und 4. Wir können aus dem zweiten Summanden hier wieder die Skalare hier verrechnen, also 1 durch Wurzel 6 mal 1 durch Wurzel 6 liefert hier also minus 1 Sechstel als Vorfaktor und das Skalarprodukt zwischen diesen beiden Vektoren hier, nicht zwischen denen natürlich, zwischen den hier im Skalarprodukt hier drin. Erste Komponente mal erste Komponente ist minus 14. Zweite Komponente mal zweite Komponente ist plus 4. Und dritte Komponente mal dritte gibt ebenfalls plus 4. Sie sehen, minus 14 plus 4 plus 4, das ist gerade minus 6. Mal dem Vektor minus 2, minus 1 und 1. Für den letzten Summanden, da verrechnen wir zunächst einmal diese Wurzeln. 1 durch Wurzel 5 mal 1 durch Wurzel 5 gibt minus 1 Fünftel als Vorfaktor. Das Skalarprodukt hier drin ausmultipliziert liefert erster Faktor mal erster mal erster, das gibt also minus 7. Zweite Koordinate mal zweite Koordinate gibt minus 8 und dritte Koordinate
mal dritte Koordinate gibt plus 0, sodass hier drin in der Summe im Prinzip minus 15 steht. Mal den Vektor minus 1, 2 und 0. So, vereinfachen wir das weiter. Ist gleich, der erste Vektor lautet 7 minus 4 und 4. Minus 1 Sechstel mal minus 6 gibt zunächst einmal plus dem Vektor minus 2 minus 1, 1. Und dann haben wir minus 1 Fünftel mal minus 15, das gibt plus 3 mal dem Vektor minus 1, 2 und 0. Rechnen Sie das nun koordinatenweise hier zusammen. In der ersten Koordinate halten wir 7, minus 2 ist 5, minus 3, das gibt also 2. In der zweiten Koordinate minus 4, minus 1 ist minus 5, plus 3 mal 2, also plus 6, gibt gerade 1. Und in der dritten Koordinate halten wir schließlich noch 4 plus 1 ist 5. Die 0 können wir ja ignorieren. 3 mal 0 ist 0. Im nächsten Schritt, was müssen wir jetzt noch machen? Wir müssen jetzt diesen Vektor normieren. Also wir brauchen jetzt den Vektor B3. Und der berechnet sich wie immer wieder durch 1 dividiert durch B3 Schlange. Und zwar die Norm davon mal B3 Schlange. Ist also 1 dividiert durch die Wurzel aus dem Skalarprodukt mit sich selbst genommen. Das heißt also, erste Koordinate mal erste gibt eine 4, die zweite mal die zweite eine 1 und die dritte mal die dritte gibt 25. Mal dem Vektor 2, 1, 5. Rechnen wir das Ganze jetzt zusammen, erhalten wir hier 1 dividiert durch die Wurzel aus 30 mal dem Vektor 2, 1 und 5. Und wir sehen, wir haben offensichtlich jetzt eine Orthonormalbasis gefunden, die also die ONB im R3 lautet offensichtlich. Das ist die Menge der Vektoren B1, B2 und B3. Für den Vektor B1 hatten wir 1 durch Wurzel 6 mal, jetzt muss ich nochmal nach oben schauen, was kam da raus? Der Vektor minus 2, minus 1, 1. Also minus 2, minus 1, 1. Der zweite Vektor B2 hatte die Darstellung 1 dividiert durch Wurzel 5. Den finden wir hier hinten noch. Mal minus 1, 2, 0. Und schließlich der Vektor B3 hat die Darstellung 1 dividiert durch Wurzel 30 multipliziert mit dem Vektor 2, 1 und 5. Das wäre also die Orthonormalbasis im R3. Zu dieser Videoreihe ist ein Übungsbuch erschienen, das neben der Theorie vor allem aber eine große Anzahl an Übungsaufgaben mit ausführlichen Lösungen bereitstellt. Vielleicht besuchen Sie einmal unsere Homepage durch einen Klick auf den rechts unten stehenden Link, um einige Seiten aus diesem Buch Probe zu lesen. Thank you.